Um einen Winkel zu zeichnen, gehe ich im Menü auf den Punkt Winkel, Winkel aus drei Punkten, 1, 2, 3. Der Winkel ist gezeichnet. Um die Eigenschaften zu ändern, das stelle ich mich auf das Objekt, der rechte Maustaste, Eigenschaften, und kann unter den Grundeinstellungen den Namen des Winkels vergeben, Gamma. Ich kann die Beschriftung ändern, nur den Namen, nur Gamma. Ich kann Name und Wert anzeigen lassen. Und ich kann unter Markierung einen Winkelbogen einzeichnen in Form eines Pfeiles. Unter der Menüpunkt Darstellung kann ich die Größe des angezeigten Winkels ändern. Auch die Linienstärke. Sollte mir die zwei Schenkel, die angezeigt sind, zu wenig sein, das heißt, wenn ich größere brauche, erledige ich das mit einem Vektor. Und ich habe den Winkel eingezeichnet. Um die Winkelgröße zu ändern, gehe ich auf Bewegen und verschiebe entsprechend die Endpunkte.